Die Spannung zwischen uns war fast greifbar. Da lag etwas in der Luft, was ich nicht definieren konnte. War es die Stadt? War es der Mann? Oder beides? Oder der Rätsinner? Drama. Carbonara. Was ist Drama Carbonara? Drama Carbonara sind wir drei Frauen. Mein Name ist Asta. Und neben mir sitzt die Tatjana. Mhm, hallo. Und die Jasna. Hallo. Und wir drei haben eine gemeinsame Leidenschaft. Und zwar teilen wir die Leidenschaft für die unglaublich tollen Magazine des Kelter Verlags. Mit den Titeln Mein Schicksal, Meine Wahrheit, Mein Geheimnis. Es gibt 18 verschiedene von denen und bestückt mit sehr, sehr guten, wahnsinnig lustigen Kurzgeschichten, Geschichten, die aus dem Leben gegriffen sind. Es sind Geschichten, die eigentlich jeder kennt. Geschichten, die man kennt, aber gleichzeitig kennt man sie auch nicht. Das ist wie der Freund eines Freundes hat das schon erlebt. Genau, der Freund eines Freundes hat diese Dinge erlebt und man will sie meistens selber nicht erleben müssen. Es geht um Intrigen und Schicksale, um Krankheiten, um Verrat. Für diejenigen unter euch, die überhaupt keine Ahnung haben, wovon wir jetzt reden, diese Hefte sind vom Kelter Verlag, den es eben schon seit 80 Jahren gibt. Und eigentlich richten sie diese Magazine jetzt nicht unbedingt an unsere Altersklasse. Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die im Normalfall diese Magazine kaufen. Aber wir haben sie für uns entdeckt und finden sie halt wahnsinnig unterhaltsam und komisch und möchten euch gerne in das Universum von Drama Carbonara mitnehmen. Wichtig ist vielleicht noch für euch zu wissen, es gibt die Möglichkeit, also einer von uns liest die Geschichte vor. In den allermeisten Fällen kennt auch einer von uns diese Geschichte, die anderen nicht. Also ist ein Überraschungseffekt für die anderen da. Aber es gibt die Möglichkeit, jederzeit für die anderen einzusteigen, indem sie rufen Drama Carbonara Baby. Exactly. Und wenn diese drei Worte fallen, muss die lesende Person die Geschichte weitergeben und die nächste Person liest sie weiter. Der Joker. Quasi der Joker, genau. Deswegen gute Unterhaltung bei unserem ersten, bei unserer ersten Folge von Drama Carbonara. Die erste Geschichte, die wir heute für euch lesen, ist aus Mein Gewissen und zwar aus dem Sonderheft City Love. Also es kommen in jeder Geschichte Städte vor, mehr oder weniger interessante Städte. In der Geschichte, die ich jetzt lese, kommt vor das schöne Athen. Athen. Mhm. Yes, also und zwar... Die Überschrift lautet Von Frankfurt nach Athen. Erzählt wird diese Geschichte... von Sarah H. 29. Das war Schicksal. Ich wohne in Frankfurt, mein Freund in Zürich. Auf Korfu wollten wir uns treffen, doch ich strandete für eine Nacht in Athen. Durch Zufall oder doch Schicksal landete ich in einem Doppelzimmer mit einem Fremden, der den gleichen Namen hatte wie ich. Es wurde die Nacht meines Lebens. Nachnamen oder? Was den gleichen Namen? Wie heißt haben die, die haben gleichen die, Nachnamen. Die haben gleichzeitig die haben dasselbe Zimmer gebucht oder so. Die sind dann irgendwie bei der Rezeption gestanden und ganz gesagt, sicher. Ja, ich habe ein Zimmer gebucht auf Meier. Ja, aber solche Geschichten mag ich eh gerne. Herr also, und Frau Meier. Wartet. Das war ein Zufall. Oder war es Schicksal? Ich saß in einer Maschine nach Athen. Mein Ziel war die Insel Korfu. Dort hatte ich vor 2 Monaten Alex kennengelernt. 3 leidenschaftliche Tage hatten wir zusammen verbracht. Dann hatten wir uns trennen müssen. Ich wohne in Frankfurt und liebe meine Heimatstadt und meine Wohnung zwischen Kaiserdom und Main Tower. Ein Umzug kam für mich nicht in Frage. Nach unserer Rückkehr hatten wir nur noch telefoniert. Betrübt dachte ich, dass aus so einer Fernbeziehung wohl nichts werden kann. Doch dann rief Axel an. Habe ich Alex gelesen vorher, oder? Sorry, heißt Axel. Axel. Mm. Okay. Ich stelle mir jetzt ganz anders vor. Ja. Der Axel schaut anders. Plötzlich anders aus als der Alex. Habe ich das Foto schon gesagt von Sarah? Aber ich finde Axel eh super.
Das ist die Sarah. Sarah blond. Sarah schaut sehr nett aus. Stupsnase. Ja, genau. Also, ja. Also Axel, nicht Alex. Sorry. Doch dann rief Axel an und sagte, er werde im August noch einmal nach Korfu fliegen. Spontan hatte ich angeboten, ihn dort zu treffen. Erst hatte er gezögert. Er sei nur für 7 Tage dort, um einen Freund zu besuchen. Aber das hatte mich nicht gestört. Ich wollte Axel unbedingt wiedersehen. Er lebte in Zürich und ein Wiedersehen bei ihm oder bei mir in Frankfurt hatte nicht geklappt. Deshalb hatte ich spontan beschlossen, mir 8 Tage Urlaub zu nehmen und nach Korfu zu fliegen. Von dort wollten wir dann zu einem Segeltörn starten. Ich konnte es gar nicht abwarten, ihn zu sehen. Unruhig zappelte ich auf meinem Sitz, als sich der Start des Flugzeugs um einige Minuten verspätete. Dann ging es endlich los. Als die Maschine in Athen zur Landung ansetzte, war ich in Gedanken schon auf Korfu und bei Axel. Stopp. Was denken wir jetzt von Axel und wie heißt die Frau? Sarah H. Sarah. Aber was denken wir von Sarah? Weil von Axel wissen wir ja eigentlich noch nichts, außer dass er es nicht geschafft hat, hinzukommen zu ihr und sie... Und dass es eigentlich gar nicht so geil fand, wie sie gesagt hat, sie kommt. Ja, eben. Mhm. A Downer, oder? Ich vermisse... Nur 7 Tage da. Ich vermisse gerade ein bisschen, wie die sich kennengelernt. Habe ich es verpasst, oder? So Urlaubs- ja, sie haben sie dort getroffen. Es war eine Urlaubsbekanntschaft. Okay. Ich dachte, dass du erzählst, wie sie sich kennengelernt haben. Oder kommt das vielleicht noch? Das glaube ich nicht, ne? Weil sie sieht ihn ja dann ja gar nicht wirklich, sondern muss in Athen zwischenlanden. Das ist wahrscheinlich mit der Minutenverspätung das erste Indiz dafür und hat dann diese Nacht in dem Zimmer. Ach, ist das so gut. Oh Gott, wie cool. Also, dazu muss ich jetzt es sagen, geht gar nicht um Axel. Ich als Leserin, ne? Oh, er war mir gerade so und sympathisch. Das gibt dir eigentlich alles recht, mit diesem Fremden was zu haben, weil der Axel eh irgendwie blöd ist. Mhm, okay. Ihr habt es schon und weißt du, was nämlich komisch ist? Ich meine, Frankfurt, Zürich, nicht machbar und so. Und ich meine, sie steht anscheinend total auf ihn, dass sie jetzt nach Kreta... Ja, total. Sie hat Kofu, ein bisschen Stolz. Entschuldigung. Kofu. Whatever. Okay, also, bitte. Ja, jedenfalls. Hast du überrascht uns. Jetzt geht es eigentlich genau, die Frage, die ihr jetzt gestellt habt, geht jetzt genau weiter. Als die Maschine in Athen zur Landung ansetzte, war ich in Gedanken schon auf Korfu und bei Axel. Dass ich so gut wie nichts von ihm wusste, störte mich nicht. Ich hatte mich spontan in ihn verliebt. Eigensinnig, wie ich nun mal war, wollte ich diese Beziehung fortführen. Er war verheiratet, aber in Trennung und würde sich scheiden lassen, hat er mir versprochen. Ja, ja, nach 2 Monaten. Klar. Oder? Mhm. Alles andere wird sich finden, sagte ich mir und schaute aufgeregt aus dem Fenster. Athen! Was für eine tolle Stadt! Schade, dass ich keine Zeit habe, sie mir anzusehen, dachte ich. Dann überstürzten sich die Ereignisse. Nach der Landung erfuhr ich, dass ich meine Anschlussmaschine nach Korfu verpasst hatte. Na toll! Der nächste Flug nach Korfu geht erst morgen früh, sagte mir die Dame an der Information. Ich ging zur Gepäcksausgabe, um meinen Koffer zu holen. Was jetzt? Natürlich besorgen wir Ihnen ein Zimmer, versprach die Angestellte der Fluglinie. Schließlich sind wir zu spät in Frankfurt gestartet. Einige Minuten? Also, okay. Ja, das ist so. Übrigens, Sie sind nicht alleine. Eine ganze Reisegruppe wollte nach Korfu und sitzt jetzt fest. Wir kümmern uns gleich um die Zimmer. Das war zwar ausgesprochen fair von der Fluglinie und wahrscheinlich nicht generell üblich. Oh doch, da gibt's ein Gesetz. Ja? Just saying. Sarah. Ja? Aber sie ist erst 29. Ja, was und war sie glaubt, von der liegt, Welt? Also sie, ja. Das ist halt ihre zweite Flugreise. Sie glaubt halt, dass die halt unglaublich nett sind, wie zuvorkommend. Ja. Wenn wir wirklich pünktlich gestartet wären, dann wäre ich jetzt unterwegs nach Korfu. Axel würde mich am Flughafen abholen. Und, mein Gott, Axel, er wartet und ich komme nicht. Er wird enttäuscht sein, er wird denken, ich nahm mein Handy aus der Tasche und rief ihn an. Doch Axel meldete sich nicht. Sein Handy war ausgeschaltet. Wenn er... Okay. Der Axler Traum tut, oder? Bitte komm nicht, bitte komm nicht. Übrigens hier ein Bild von den beiden gemeinsam. Ah, oh, aber da schauen sie lieb aus drauf, wie sie am Strand entlang laufen. Mhm.
Doch Axel meldete sich nicht. Sein Handy war ausgeschaltet. Wenn er merkt, dass ich nicht in der Maschine bin, wird er mich anrufen, dachte ich, und ließ mein Handy nicht aus den Augen. Aber ich war so nervös, dass es mir zweimal herunterfiel. Ja, genau. Axel meldete sich nicht. Nervös lief ich auf und ab, war dabei unkonzentriert und lief fast einen Mann um. Wichtig. Aha. Danke, Asta. Gut, dass du die Geschichte schon kennst. Und lief fast einen Mann um. Kann ich Ihnen helfen? Fragte der Fremde lächelnd. Ich entschuldigte mich, schaute auf wie ein Reh. Und in zwei stahlgraue Augen. Wobei, stell dir mal vor, du rempelst einen Mann und er sagt, na, kann ich Ihnen helfen? Ist schon süß. Ja, okay, gerne. Das Erste, was sie ihn fragt, ist jedoch, sprechen Sie Griechisch? Ich nicht. Ja, Sie können mir helfen. Sprechen Sie vielleicht Griechisch? Ich hatte plötzlich eine Idee. Ein wenig, sagte der gut aussehende Deutsche. Ein wenig. Ich holte tief Luft und erklärte ihm mein Problem. Er verstand sofort. Sie können Ihren Freund nicht erreichen und wollen ihn jetzt auf dem Flughafen in Korfu ausrufen lassen? Ja, das soll der Flughafen erledigen. Wir sind ja schließlich nicht schuld daran, dass wir Verspätung hatten. Kommen Sie! Zielstrebig ging er voraus zur Information. Dort erklärte er der Angestellten in perfektem Griechisch, was zu tun wäre. Okay. Ich konnte wieder so ein Tiefstapler. Ein paar Minuten später hatte die Dame der Information den Flughafen Korfu am Apparat. Doch dort bestätigte man ihr, dass die Maschine aus Athen im Landeanflug sei und dass ein Axel Breuer gerade ausgerufen werde. Drama Carbonara, Baby. Ich bedankte mich bei dem Mann mit den stahlgrauen Augen und schaute ihm nach, wie er davonging. Groß, schlank, lässig und selbstsicher. Wie Axel, durchzuckte es mich. Ich wandte mich wieder an die Information. Die Dame hinter dem Tresen schüttelte den Kopf. Ein Axel Breuer meldet sich nicht. Das gibt's doch einfach nicht, entfuhr es mir. Bitte lassen Sie ihn noch einmal ausrufen. Er wartet dort auf mich. Das tun wir gerade, sagte die junge Angestellte lächelnd und wartete. Und ich mit ihr. Aber Axel meldete sich auch beim zweiten Mal nicht, beim dritten Ausruf auch nicht. Da gab ich es auf. Er war also nicht in der Maschine. Er ist gar nicht gekommen, so ist das. Er hatte mich versetzt. Aber warum? Ist er noch nicht geschieden? Oder will er mich überhaupt nicht wiedersehen? War unsere stürmische, kurze Liebesaffäre für ihn nur ein Spiel? Fragen über Fragen, die mir keiner beantworten konnte. Oh Gott, die Arme konnte. Ist so verzweifelt. Die Arme hat offensichtlich keine Freunde. Und sie kann keine SMS schreiben. Und kein Griechisch. Und Griechisch kann sie auch nicht. Aber ich hatte keine Zeit, weiter darüber nachzudenken. Ich brauchte zuerst einmal ein Zimmer für die Nacht. Die Fluggesellschaft besorgt die Zimmer, sagte die freundliche Dame an der Information und deutete zu einer kleinen Gruppe von Reisenden, die in der Ankunftshalle warteten. Ich gesellte mich zu ihnen. Gerade erklärte die Angestellte den Wartenden, dass es ein Problem sei, für 11 Personen im überfüllten Athen Zimmer zu finden. Aber wir schaffen das, fügte sie aufmunternd hinzu. Kommen Sie mit mir. Nach einer Odyssee von 3 Stunden in einem kleinen Bus kreuz und quer durch die Stadt war ich so erledigt, dass ich sogar in einer Badewanne geschlafen hätte. Wir wurden auf mehrere Hotels verteilt. Endlich kamen wir im letzten Hotel an. Hier würde ich wohl untergebracht werden. Schwitzend stolperte ich in die Eingangshalle und hatte nur noch einen Wunsch, eine kalte Dusche. Da rief unsere junge Begleiterin meinen Namen. Sarah Hübner! Ich hob meine Hand. Hübner also. Ein Doppelzimmer für Sarah und Arno Hübner, fügte die Begleiterin hinzu. Moment! Wieso Doppelzimmer? Arno. Fragte ich verwirrt. Und wer ist Arno Hübner? Ich, antwortete der Mann. Mit der den stahlgrauen Augen. Der mir vorher geholfen hatte. Oh, was für ein Den Fußball. Sie jetzt 3 Stunden in dem Bus natürlich nicht gesehen hat. Ja. Na genau, im kleinen Bus, kreuz und quer durch Athen. 3 Stunden lang nämlich. Oh, Sie auch Sie auch hier? Ja. Arno Hübner. Er sah genauso verblüfft aus wie ich. Auch er hat sie nicht bemerkt, okay? Mhm. Was für ein großer Bus. Bitte kommen Sie mit, sagte die Hotelangestellte, die unsere Worte nicht verstanden und unsere Verwirrung nicht mitbekommen hatte. Wortlos folgten wir zu einem Empfang, wo sie einen Schlüssel entgegennahm, den sie uns aushändigen wollte. Doch Arno Hübner hob abwehrend beide Hände. Hier liegt ein Missverständnis vor. Ein Ritter. Mhm. So ein Held. So ein Held. Wieso?
Unsere Begleiterin schaute auf ihre Liste und las laut: Sarah Hübner und Arno Hübner. Das ist richtig, sagte Arno. Wir heißen beide Hübner, aber wir sind nicht verheiratet. Wir kennen uns nicht einmal. Auch das noch? Unsere Begleiterin wechselte einen verzweifelten Blick mit der Hotelangestellten. Doch diese schüttelte den Kopf. Das ist das letzte freie Zimmer im Hotel. Vielleicht in ganz Athen. Es ist Sommer, es ist Urlaubszeit. So gut, der griechische Akzent. Verzweifelt brach sie ab. Eher serbische Hotelangestellte. Ich kann nur den. Und den Wendy für alle Slawischen. Und ja, du musst nur reden, wie die was für Italiener habe ich einen eigenen. Den hört's dann in einer anderen Folge. Die Vorstellung, noch einmal in den Bus steigen zu müssen, gab mir den Rest. Ich war am Ende, verschwitzt, müde, gereizt. Es ist mir egal, wo ich schlafe und wenn es in einer Badewanne ist, auf keinen Fall steige ich noch einmal in diesen Bus. Ich überlasse Ihnen das Zimmer, sagte Ritter Arno Hübner. Für mich wird sich schon noch was finden. Wenn nicht, übernachte ich auf dem Flughafen. Ah, das konnte ich jetzt aber auch nicht zulassen. Er war genauso müde und verschwitzt wie ich. Ah ja. Kommt nicht in Frage, hörte ich mich sagen. Wir teilen uns das Zimmer. Hörte sie sich sagen, gell? Mhm. Sowohl unsere Begleiterin als auch die Hotelangestellte waren von meinem Entschluss sichtlich erfreut und erleichtert. Arno Hübner warf mir einen so dankbaren Blick zu, dass ich unwillkürlich lächeln musste. Gemeinsam betraten wir das Hotelzimmer. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich zuerst dusche? Fragte ich. Um Gottes Willen, nein! Er setzte sich auf den kleinen Balkon, während ich ins Bad ging. Sie sieht den auch. Es ist auch irgendwie aber lustig, in der Rede, oder? Ist er schon als Arno vorkommender. Da war er nicht mehr der Arno Hübner, da war er schon nur mehr der Arno. Sie sind auch so Hübner zu ihm. Ja, aber jetzt in der Rede sitzt sie nur. Sobald das kalte Wasser meine Haut traf, vergaß ich die Strapazen der letzten Stunden. Meine Lebensgeister erwachten wieder. Eine Dusche wirkt manchmal wahre Wunder. In ein Badetuch gewickelt trat ich auf einen kleinen Balkon. Arno Hübner starrte mich an und vergaß, seinen Blick diskret zu senken. Er vergaß. Und vor allem, sie ist nur per sie. Sie ist eigentlich nur per sie mit ihm und trinkt in ihrem Badezug auf dem Balkon. Ja, Duschen wirken manchmal wahre Wunder. Okay. Du weißt. Aha. Das, ja. Okay. Unsicher zog ich das Handtuch enger um mich. Entschuldigung, murmelte er und schaute endlich weg. Dann deutete er nach rechts. Warum geht sie auf den Balkon, wenn sie es nicht sehen will, oder? Okay, whatever, ja. Er deutete nach rechts. Sehen Sie das? Ist das die Akropolis? Fragte ich atemlos. Nein, das ist nicht die Akropolis. Schnell ablenken. In dem Zimmer, das Sie zufällig gekriegt haben, das letzte in Athen, sieht man zufällig auf die Akropolis. Natürlich. Oh, wie schön. Aber wir sind bei Ihnen, es ist schön. Super Flugangestellte, so ein Hotelzimmer zu checken. Ja. Mit Respekt. Balkon sogar. Naja. Arno nickte. Nachts wird sie beleuchtet. Das zu sehen ist ein Erlebnis. Kennen Sie Athen? Ich schüttelte den Kopf. Ich bin heute zum ersten Mal hier. Beim letzten Mal habe ich nur den Flughafen gesehen. Dann erkunden wir heute die Stadt. Viel Zeit haben wir ja nicht, aber für einen Bummel durch die Altstadt reicht es. Und sobald es dunkel ist, bewundern wir die beleuchtete Akropolis. Ich fühlte mich überrumpelt, aber nach einer kurzen Weile nickte ich. Ja, einverstanden. Ich musterte ihn von der Seite. Er sah gut aus. Ein bisschen konservativ, aber interessant. Während Arno im Bad verschwand, zog ich mich an. 30 Minuten später verließen wir das Hotel. Man erfährt aber nicht, wie alt der Dude ist, oder? Bitte, der ist sowas wie 35, 37, ja. 37 vielleicht. Aber sie sieht es doch mit 29, kann 37. Eben, das habe ich mir gedacht. Vielleicht ist der so 55. Aber er hat ja irgendwie der so ist ein bisschen 69. Eine trockene Ausstrahlung, oder? Der 69-jährige, gut aussehende, gut erhaltene. Na gut, also sie verlassen das Hotel. Arno verhandelte mit einem Taxifahrer, der uns ein paar Sehenswürdigkeiten der Stadt zeigen sollte. Schließlich winkte er mir zu und rief: Steigen Sie ein, wir haben einen Stadtführer gefunden.
Dann stiegen wir aus und gingen zu Fuß weiter. Wir schlenderten durch die Altstadt. Arno zeigte mir sein Athen. Versteckte kleine Restaurants. Perfekt griechisch, ja. Mhm. Ja, aber Arno? Naja, vielleicht erfahren wir es noch. Nein? Ah ja, okay. Wir erfahren nichts über seinen Migrationshintergrund. Random Fact, Arno spricht perfekt griechisch. Okay. Versteckte kleine Restaurants, verwinkelte Gassen und Plätze und überall pulsierte das Leben. Da wurde diskutiert, gelacht und getanzt. Sind Sie hungrig? Fragte er, als wir auf einem verträumten kleinen Platz standen. Und wie? Dann lade ich Sie zum Essen ein, als kleines Dankeschön für das Zimmer. Ich wollte ablehnen, doch Arno legte mir seinen Finger auf den Mund. Gott. Oh mein Gott. Ja, aber das kann... Aber gut, ob das gut sein kann, ne? Aha. Oh Gott, da wäre ich extrem irritiert. Ja. Das ist echt komisch. Ein bisschen. Na gut, wie reagiert sie? Die Berührung jagte einen winzigen elektrischen Stromschlag durch meinen Körper. Hatte er es auch bemerkt? Er schaute mich so seltsam an. Ich meine, Entschuldigung, er schaute mich so seltsam an. Da kann man nur seltsam schauen, wenn man jemandem den Finger auf den Mund legt, oder? Hier gibt es den besten Hammel von Athen, sagte er schließlich. Meine Hand führte mich in ein kleines Lokal, in dem nur Griechen saßen, keine Touristen. Das gefiel mir. Ich ließ es zu, dass Arno seinen Arm um meine Schultern legte und war damit einverstanden, dass er eine Flasche Rezina bestellte. Ich stehe ein bisschen auf dem Arno. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen angetan von ihm. Von Arno? Ja. Oh Gott, aber sie kennt die Geschichte, deswegen vielleicht... Wartet es ab, es wird noch die Nacht ihres Lebens. Eben. Als er mir erklären wollte, dass der Wein geharzt sei, unterbrach ich ihn. Ich kenne Rezina, auf Korfu habe ich ihn auch getrunken. Korfu, oh, stimmt, da war ja was. Das erinnerte mich an Axel, an den Mann, in dem ich mich spontan verliebt und der mich anscheinend versetzt hatte. So nachdenklich, fragte Arno, denken Sie an Ihren Freund? Das ist wie in den Filmen, oder? Sobald die sich einmal geküsst haben, duzen sie sich. Mal schauen, ab welchem Moment die sich duzen. Stimmt, sie nach dem sie ersten immer Kuss ist man sofort per Du. Aber okay. Mhm. Ich fühlte mich ertappt und wurde rot, aber das sah man nicht, denn es begann schon zu dämmern. Die Temperatur war angenehm lau und milde nun. Eine Drei-Mann-Kapelle fing an zu spielen. Annas Gesicht war mir ganz nah. »Schauen Sie nach rechts«, flüsterte er mir ins Ohr. Ich wandte den Kopf und schnappte nach Luft. Die Akropolis war beleuchtet. Oh. »Sieht sie nicht wundervoll aus?«, fragte Arno leise. Ich konnte nur nicken, so überwältigt war ich. Der Zauber Athens begann auf mich zu wirken. Ich wünschte mir, ewig so zu sitzen und die beleuchteten Säulen auf dem Hügel anzuschauen. Für einen Moment vergaß ich, wo ich war. Und wer neben mir saß? Drama, oh, Carbonara, oh, Baby. Der Arno gefällt mir. Ja, und schau mal, wie er aussieht. Hä? Das ist nichts für mich. Also doch, ich finde ihn super, ich nehme ihn. Magst du sagen? Ist es nicht der Axel? Nein, das Arno. Arnos Blick. Aber das Arno schaut so nett aus. Er schaut nett aus. Er schaut wirklich nett aus. Und siehst du, so 37 oder so, wie gesagt. Mhm. Arno räusperte sich und riss mich aus meinen Träumereien. Ich sah, dass der Ober das Essen servierte. Guten Appetit! Arno lächelte mir zu. Sein Blick streichelte mich. Unsere Finger berührten sich. Nur für einen Moment, aber der genügte. Die Spannung zwischen uns war fast greifbar. Da lag etwas in der Luft, was ich nicht definieren konnte. War es die Stadt? War es der Mann? Oder beides? Oder der Rätsinner? Ich musterte Arnos Profil. keinen Hunger? Fragte er neckend. Schmunzelt fing ich an zu essen. Das ist auch geil. So hat er sich eigentlich voll ertappt, oder? Er hat sich voll ertappt. Mhm. Es schmeckte hervorragend. So einen guten Hammel habe ich noch nie gegessen, musste ich zugeben. Arno nickte. Mit einem Blick, der ausdrückte, das habe ich dir doch gesagt, Baby. Nach dem Essen bot er mir das Du an. Aha, nach dem Essen. Okay. Ich schaute ihm in die Augen und begriff, dass diese Nacht und dieser Mann etwas Besonderes waren. Dann spürte ich seine Lippen.
kurz nur, aber es war eine Offenbarung. So konnten sich Küsse also auch anfühlen. In meinem Bauch flatterten 100 Schmetterlinge. Ich konnte mich an keinen vergleichbaren Kuss in meinem Leben erinnern. Wow, so schnell. Machst du allein Urlaub, Arno? Ich musste das einfach fragen. Das ist die nächste logische Frage nach dem Kuss ihres Lebens. Ja, ich besuche... Nein, ich habe meine Familie, kommt morgen hierher. Aber schön war es mit dir. War echt nett, guter Kuss, ja. Mir hatte der Kuss nett, aber ihrem. Okay, ja, ich besuche Freunde auf Corfu. Wir kennen uns schon lange. Ich besuche sie regelmäßig. Er brach ab und schaute mich an. Wird dein Freund auf dich warten? Ich weiß es nicht, gab ich zu. Ich weiß nicht einmal, ob er überhaupt da war, um mich abzuholen. Ich habe überhaupt nichts mehr von ihm gehört. Schnell blickte ich noch einmal auf mein Handy, aber da war nichts. Kein angezeigter Rückruf, keine SMS-Eingang. Ich brach ab, weil mir einfiel, dass ich ja nicht mal ein Hotelzimmer auf Corfu hatte. Ein Zimmer wäre kein Problem, sagte Arno. Mein Freund ist Hotelier. Ihm gehört das größte und schönste Hotel auf Corfu. Und dort wohnst du? Er schüttelte den Kopf. Ich wohne in seinem Privathaus. Er schaute mich an. Wie alt bist du, Sarah? 28. Und du? 35, sagte Arno. Ledig? So, wer ledig fragt ledig? Sie fragt ja, ledig. Mhm. Die Frage ledig war mir gegen meinen Willen herausgerutscht. Also jetzt kennt sie ihn total ab. Ja, ich bin ledig, sagte Arno. Meine ledig langjährige Freundin. Ledig. Ein Wort, das sie nie verwendet. Nie, außer in so Dokumente, weil du nicht oder? Ledig bist. Ja, in nein, Dokumenten aber, kreuzt du es an. Entschuldigung, ja. Tinder, ja. Stell dir vor, du triffst jemanden und du so ledig. 35 ledig und so. Die wichtigsten Fakten. Ja. Wisst ihr übrigens, dass wenn man geschieden ist, dann darf man nachher nicht mehr ledig ankreuzen, sondern wirklich? Muss immer geschieden ankreuzen. Ja, es wirklich? Ist gemein. Ja. Oh und ich finde das total unfair, weil bin ich jetzt mein ganzes Leben lang geschieden. Ja, wenn ich wieder heirate, bin ich wieder verheiratet. Achso, aber du kannst nie mehr ins Ledig zurückwechseln. Ich bin quasi nie wieder ledig. Du bist immer, du hängst einfach immer an dieser kaputten Ehe, am Dokument. Das System zwingt mich voll dazu, ich kreuze trotzdem ledig an. Weil sicher. Ja, entschuldige, das ist so lang her, also bitte. Ja, ich bin ledig, sagte Arno. Meine langjährige Freundin, die ich heiraten wollte, hat mich verlassen, um einen anderen zu heiraten, um Karriere zu machen, sagte Arno. Ja, es klang bitter. Um Karriere zu bloß machen. Keine Frau heiraten, die Karriere machen will. Beides geht nämlich nicht, wie wir wissen. Ne? Du hängst noch an ihr, erkannte ich. Ich habe in den letzten Wochen sehr oft an Elisabeth gedacht, gab er zu, aber heute nicht. Diese wundervolle Nacht möchte ich genießen mit dir, fügte er leise hinzu. Morgen sehen wir weiter. Mhm. Damit war ich einverstanden. Dann musste ich lachen. Sarah und Arno Hübner. Klingt wirklich nach Ehepaar, gab Arno zu. Ist dir so etwas schon mal passiert? Lachend schüttle ich den Kopf. Wirklich nicht. Dir auch nicht. Wir lachten noch, als wir mit dem Taxi zum Hotel zurückfuhren. Sie sind praktisch ab dem Moment gezahlt, sind ins Taxi gestiegen, die ganze Zeit durchgelacht. Ne? Wir lachten immer noch, als wir ins Taxi stiegen. Wollen wir in der Bar noch einen Absacker trinken, fragte Arno. Einverstanden. In meinem Bauch tanzten immer noch die Schmetterlinge und mein Körper vibrierte vor Sehnsucht. Sehnsucht nach Liebe? Sehnsucht nach Arno? Oder war es einfach nur diese wundervolle Nacht? Wollen wir eine Flasche Sekt mit aufs Zimmer nehmen? Fragte Arno, als wir vor der Bar standen. Wundervolle Idee, murmelte ich. Und ein paar Erdbeeren. Wundervolle Idee, murmelte ich. Griechische Erdbeeren. Denn ich wollte mit ihm alleine sein. Ich wollte an keiner Hotelbar sitzen und Konversation machen. Warum nicht? Ich wollte in Arnos Armen liegen, seinen Körper spüren, seine Lippen, seine Hände. Du kennst ihn erst seit ein paar Stunden, protestierte mein Gewissen entrüstet. Na und, argumentierte ich. Haben sich nicht schon viele Fremde ineinander verliebt? Zwei Fremde in einer fremden Stadt, murmelte ich. War das nicht der Titel eines Films? Lächelnd zuckte Arno mit den Schultern. Keine Ahnung, ich gehe nicht so oft ins Kino. Kommunikation. Während Arno den Sekt öffnete, verschwand ich im Bad.
Dort entschloss ich mich, alle Bedenken und Gewissensbisse über Bord zu werfen. Da draußen wartete ein faszinierender Mann, der genauso empfand wie ich. Der Zufall oder das Schicksal hatten uns diese Nacht in Athen beschert. Die ja bis jetzt ziemlich super war, muss ich ganz ehrlich sagen, oder? Warum ja. sollen... Hätte man nicht erwartet, dass es so schön wird irgendwie. Ja, voll, hätte schlimmer sein können. Es wird noch besser. Hm. Schau, da sind jetzt die beiden. Ah, schau, und passen sehr gut zusammen. Hey, passen super zusammen. Süß. Okay. Warum sollten wir das Geschenk nicht annehmen? An Axel wollte ich jetzt nicht denken. Entschlossen stieß ich die Tür auf und trat ins Zimmer. Mit zwei Sie stieß die Tür auf. Ja, komm, wir machen es jetzt einfach. Mit zwei Sektgläsern in der Hand kam Amor auf mich zu. Wir tranken einen Schluck und dann küssten wir uns. Es war wie selbstverständlich, als wenn es unausweichlich wäre. Und dann gab es nichts mehr. Nur noch diese wundervolle Schicksalsnacht und uns. Arno hob mich auf und trug mich zum Bett. Dort küsste er jeden Zentimeter meines Körpers. Asta, ich liebe diese Geschichte. Danke, dass du die ausgesucht hast. Sie ist so schön. Es wird nur richtig, richtig arg. Ich sag's euch noch. Mhm. Also wir nähern uns dem Ende, aber es wird ein sehr schöner Moment. Kommt da noch. Jedenfalls, dort küsste er jeden Zentimeter meines Körpers, was unglaublich lustvoll war. Also jetzt mal ganz ehrlich. Wenn einer anfängt, dass er jeden Zentimeter meines Körpers küsst, bis dahin bin ich schon eingeschlafen. Geh bitte, das ist volle Schön, die seid im Stadtvibe, es ist alles sehr romantisch. Und er küsst wir jeden Zentimeter. Okay, sie haben Zeit. Ja, ich genoss seine Zärtlichkeiten sehr und dachte, wie kann ein so konservativ aussehender Mann so leidenschaftlich sein? Und dann hörte ich auf zu denken. Wir liebten uns, bis im Osten der neue Tag heraufbrachte. Dann fielen wir in einen kurzen, aber glücklichen Schlaf. Schnell gehen, damit wir den Bus zum Flughafen nicht verpassen würden. Arno ging von mir hinunter zum Frühstück. Ich verzichtete darauf, trank nur schnell einen Kaffee. 15 Minuten später saßen wir bereits im Bus. Drama Carbonara. Auf der Fahrt. Der ist wirklich ziemlich süß. Auf der Fahrt zum Flughafen nahm Arno meine Hand. Ja, der ist echt. Ja. Schweigend schauten wir zum Fenster hinaus und nahmen Abschied von Athen und einer wundervollen Nacht. Mir war so wehmütig zumute, dass ich am liebsten geweint hätte. Verstohlen fuhr ich mir über die Augen. Anna drückte meine Hand und hauchte mir einen Kuss auf die Wange. Auf die Wange? Wie fährt man sich verstohlen über die Augen, frage ich mich gerade. So. Die Träne so leicht wegwischst, so dass keiner merkt. Sehr wehmütig. Dann mussten wir aussteigen und hatten keine Gelegenheit mehr zu einem Gespräch. Ich wollte Arno etwas sagen, wollte ihm versichern, dass er mir wichtiger als Axel war. Dass ich diese Nacht nicht vergessen würde, doch ich kam nicht mehr dazu. Als wir im Flugzeug saßen, ging der Stress weiter. Wir bekamen getrennte Plätze. Arno protestierte, wollte seinen Platz mit meinem Nachbarn tauschen, doch der lehnte ab. So blieb uns nur der Blickkontakt. Dann landeten wir auf Corfu und standen schweigend vor der Gepäckausgabe. Ich hatte so viel zu sagen, warum sagte ich es ihm nicht? Da draußen steht ein Mann und winkt dir zu, sagte Arno plötzlich. Ich drehte den Kopf und erschrak. Wer steht da? Warum steht der da? Woher weiß der das? Axel. Ja, aber woher soll der wissen, dass sie mit dem Flug kommt, oder? Naja, das erfahrt man doch. Also ist er doch gekommen, meinte Arno mit tonloser Stimme. Mir schwirrte der Kopf. Da sagte Arno leise, es war die schönste Nacht meines Lebens. Leb wohl, Sarah. Oh, das ist das, gell? Oder es kommt noch. Es kommt noch. Er nahm seine Reisetasche vom Laufband. Sarah, was ist mit dir? Drehte sich um und ging. Panik überfiel mich. Ich wollte ihm nachlaufen und festhalten. Du kannst ihn nicht gehen lassen, hämmerte mein Herz. Wenn er jetzt geht, siehst du ihn nie wieder. Draußen stand Axel und winkte. Das ist eine sehr große Insel. Jetzt mit beiden Händen. Ich reagierte nicht. Ich sah nur Arno, der mit langen Schritten dem Ausgang zustrebte. Gleich hatte er ihn erreicht. Wenn er sich noch einmal umdreht, gehe ich mit ihm, dachte ich. Doch Arno drehte sich nicht um und ich begriff, dass ich mit dem Schicksal nicht spielen konnte. Ich musste mich entscheiden. Jetzt und hier. Ja. Für Axel, der vielleicht noch nicht mal geschieden war, oder für Arno und diese verzauberte Nacht. Ich war wie gelähmt, mein Verstand blockiert. Da entschied mein Herz. Arno! Rief ich laut.
dass sich alle umdrehten und mich anstarrten. Doch das war mir egal. Ich riss meinen Koffer vom Laufband und rannte ihm nach. Als der Koffer zu schwer wurde, ließ ich ihn einfach stehen. Atemlos erreichte ich Arno. Ich komme mit dir. Und Axel? Fragte er mit strengem Blick. Den habe ich schon vergessen. Der steht mit beiden Händen das wiegend. Axel, ja, dass Axel neben mir stand, merkte ich nicht, auch nicht, dass er sich umdrehte und fortging. Ich spürte nur Arnos Arme und hörte ihn flüstern. Gott sei Dank, ich wäre sonst todunglücklich gewesen. Ich auch, erkannte ich und ging zurück und holte meinen Koffer, der einsam in der Mitte der Halle stand. Dann gingen wir gemeinsam hinaus auf die sonnendurchflutete Insel. Vor dem Gebäude blieben wir stehen und schauten uns an. Glücklich und voller Vorfreude auf die kommenden Tage. Im nächsten Urlaub wollten wir uns dann gemeinsam mehr Zeit nehmen für Athen, diese traumhafte Stadt, in der alles begann. Oh, bravo. Oh. Eine sehr schöne, sehr romantische, gute Geschichte. Drama. Eigentlich wenig. Naja, kurzes Drama. Drama für Arme, aber so ein schönes Happy End. Ha? So eine schöne Geschichte. Arno! Das ist, und das ist nicht aus mein Schicksal, weil das ist ja so eine schicksalhafte Begegnung. Das ist aus mein Gewissen, ne? Mein Gewissen. Ja, ist es nicht schön. Schau, sie konnte nicht mit dem Schicksal spielen. Sie musste sich entscheiden. Jetzt oder hier. Wollen wir uns verabschieden von unseren lieben Hörern oder haben wir nur eine Moral von der Geschichte auf Lager, die wir ihnen mitgeben können? Fliegt nach Athen, ist die Moral. Hör auf dein Herz, spiele nicht mit dem Schicksal. Es wie findet schön, dich so oder so. Würden, ne? Herr und Frau Hübner. Herr und Frau Hübner, wie schön, wenn sie heiraten würden. Wenn sie ihren Doppelnamen, Hübner, Hübner. So wie Frau Hört, Hört. Also wir wünschen Arno und Sarah alles Gute für die Zukunft. Und wir wünschen euch nur einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr uns begleitet habt in dieser Folge. Und Axel sei nicht traurig. Er hat es eh gecheckt, er hat sich hier umgetreten, ist gegangen. Ja, er war auch kein guter Mann, oder? Der war nicht der Richtige. Das werden wir nie erfahren. Leider. Da war das so verlockend klungen. Oh. Aber wir verabschieden uns. Schlaft's gut. Tschüss.